Ein wundervollen Opener haben wir gesehen. Die ECW Originals haben um das Gold von Cactus Jack sich geprügelt und Rhino, wie ihr hier sehen könnt, hat es sich geholt mit dem legendären Gore. Und jetzt kommen wir zum zweiten Match des Abends. Es geht um den ROH Pure Title. Marty Scurll hat ihn sich bei der Survivor Series von Amazing Red geholt. Und da gibt es einen Mann, der ja, hat in den letzten Wochen eigentlich immer wieder eine sehr souveräne Leistung gezeigt. So auch wieder im letzten Monat quasi, in diesem Monat November, weshalb er hier heute vor einem Title Shot steht. Ladies and Gentlemen, unser zweites Match bei ECW November to Remember ist natürlich ein Extreme Rules Match, also ein Hardcore Match. Und zwar Marty Scurll gegen Kenta. Kenta. Mit seinen tollen Leistungen hat er sich hier ein ROH Pure Championship Match gegönnt. Und ihr müsst jetzt entscheiden, wer wird dieses Match gewinnen. Das wäre zum einen Vote 1, Marty Scurll verteidigt seinen Titel. Und Vote 2, Kenta Hideo Itami macht eine kurze Regentschaft aus Marty Scurll und holt sich hier den ROH Pure Title. Okay, wird das Ganze verbessern, die Grafik geht kaum besser bei den Wrestlern. Nun kann man das drumherum vollen Fokus legen. Alter, Slays, du brauchst dringend neue Augen. Die Wrestler gehen nicht besser von der Grafik? Hast du schon mal einmal das UFC-Spiel gesehen? Und hast mal verglichen? Die Grafik geht nicht besser? Das ist ja beleidigend. Was tippen wir denn? Wo ist überhaupt mein Zettel? Ja, mein erster Tipp war falsch, aber alle anderen haben auch falsch getippt, deswegen... Ne? Oh, das ist sehr schwierig zu tippen, muss ich sagen. Ja. Ich habe mich entschieden... Wir gucken mal, der Chris tippt auf Kenta, der Freddy tippt auf Marty Scurll, die Community tippt auf Kenta. Und der Wolf fragt sich, hat er Freddy eigentlich in den vergangenen Wochen nicht gesehen, wie Kenta catcht? Oh, oh. All the way, Kenta. Marty Scurll wird das Match machen. Und Kenta wird es am Ende trotzdem gewinnen. Ist auch einfach mein Tipp, meine Vermutung. Ja? Klare Ansage. Chris, die Community und der Wolf haben den Kenta, den richtigen Kenta gesehen. Bin mal gespannt, ob Marty Scurll sich allerdings beweisen kann. Ja? Gegen Super Dragon hat er das Match verloren. Ob er sich beweisen kann, ob er Kenta down kriegen kann. Wir haben Kenta... Der wurde lange nicht gepinnt, quasi. Bin mal gespannt, wie der ganze Hase jetzt hier läuft. Ich bin raus. Tatsächlich, die Ladezeiten waren ja gerade abnormal kurz gefüllt. Und ja, Marty Scurll gegen Kenta und Kenta direkt Bock. Zack, boom, Running Calf Kick. Und Marty Scurll darf sich freuen, dass er einen Titel gehabt hat. Hatte. Ja. Und los geht's. Aber Marty Scurll hat ja nicht zu Unrecht den ROH Pure Title gewonnen. Von dem her warten wir einfach mal ab. Okay, Marty Scurll, ne, wir wissen, das hier ist November to Remember. Hier gibt's Hardcore-Matches. Und was hat Marty Scurll vor? Er holt eine Leiter! Okay, Leiter versus Ringtreppe. Oh nein. Leiter, okay. Kenta denkt sich nur so, nee. Mit einer Ringtreppe habe ich keine Chance gegen die Leiter. Wir stellen die Leiter auf. Wir klappen die Leiter zusammen. Und pressen sie dann Marty Scurll ins Gesicht. Aber ich glaube, Marty Scurll revanchiert sich. Und Kenta knallt dabei sogar noch auf den Ringpfosten. Auf die Ringtreppe.
Oh Gott. Und da liegen alle Sachen ziemlich eklig. So, was hat... Oh, oh, kennt er. Na, das wird einfach nur der Handkantenschlag. Warum wird da hinten irgendwas zensiert? Okay. Kind in der ersten Reihe hat nichts verloren bei ECW. Und sieht auch nur das... Alter, schau dir mal die Grafik von dem Kind an. Entschuldige mal. Da sahen gefühlt die Zuschauer bei No Mercy besser aus. Oh, ist das beleidigend. Das ist so beleidigend. Ich kann das Spiel nicht... Oh, schön, dass der Fango seine auf die Leiter. Ich kann das Spiel nicht mehr sehen, ey. The fuck? Das ist ein... Hä? Das ist ein Extreme Rules Match. Das ist ein Hardcore Match. Kein False Code Anywhere Match, ne? Also wirklich, das ist beleidigend, was da im Publikum steht. Ja, da hatte NBA 2K schon vor 5 Jahren ein schöneres Publikum. Das ist eine Beleidigung einfach nur. So, und jetzt tschüss auf die Ringtreppe. Na, nicht ganz. Trotzdem war der, das war trotzdem ziemlich heftig, dieser Tiger Suplex. Und nochmal Tiger Suplex. Oh mein Gott, Marty Scurll, du arme Sau. Ich schwör bei Gott, ich habe nicht Force Count Anywhere eingestellt, ne? Ich gebe euch mein Wort. Schöner Enzogiro. Und das ist... Ich kann leider nicht sagen, der Kenta, den ich erwartet habe. Weil der Kenta, den ich erwartet habe, der kassiert die ganze Zeit und dreht das Match am Ende. Der Kenta ist gerade übelst stark. Oh mein Gott. Und tschüss, alter Fisherman Driver. Was zum... Okay, Kenta ist übelst am... Yo! Sit-Out-Powerbomb auf die Leiter! Tschüss, Marty Scurll. Das war eine schöne kurze Regentschaft. Alter. Sit-Out-Powerbomb auf die Leiter. Ja, leck mich am Arsch. Und Kenta hat noch... Legt... Oh, stellt euch vor, der haut jetzt die Treppe auf... Ne, oh mein Gott. Das wäre... Stellt euch mal vor, die Leiter liegt auf Marty Scurll und er haut mit der Ringtreppe auf die Leiter und auf Marty Scurll. Alter, Marty Scurll wird getötet, Mann. Oh! Das knallt. Oh, armer Marty. Armer Marty wird vollkommen massakriert. Oh mein Gott. Und jetzt wieder Tiger Suplex drauf. Nee, Regalplex auf die Stahltreppe. Oh, oh, nee, oh. I'm done. Marty Scurll ist tot. Ja. Verletzt. Bis WrestleMania. Marty Scurll. Oh, scheiße. Fuck. Also, nachdem Kenta... Alter, Marty rollt aber auch nur über alle Gegenstände. Als ich Marty... Also, er kennt ja die letzte Woche gesehen, habe ich mir gedacht, okay. Boah. Künstliche Intelligenz, nein. Nachdem, was ich von Marty so bisher gesehen habe und was ich von Kenta gesehen habe, frage ich mich, wie kann Kenta hier gerade so dominieren, ne? Boah, jetzt geht doch in den Ring. Danke. Holy shit. Also, die nehmen das hier sehr wörtlich mit ECW November to Remember. Wirklich stark. Spinning. Sidekick und Standing Frankensteiner. Unfassbar, was Kenta hier macht. Der zaubert. Wahrscheinlich... Das Geile ist, wahrscheinlich widerfährt Kenta jetzt das, was er immer die gemacht hat. Er verprügelt jetzt, aber verliert am Ende. Irgendwie trotzdem noch ganz knapp. Ich weiß es nicht. Wobei ich es mir nicht vorstellen kann. Ich kann es mir nicht vorstellen. Hier noch dieser Brainbuster hinterher. 1, 2. Es hätte mich nicht gewundert, wenn Marty Scurll hier einfach bis 3 liegen geblieben wäre. Bei all dem, was er außerhalb des Rings kassiert hat, das ist abartig. So, jetzt endlich mal ein Back-Buddy-Drop. Wichtig für Marty Scurll. Warum man jetzt natürlich da pinnen will, das sah mir so ein bisschen nach einem Akt der Verzweiflung aus. Und Kenta wundervoll gedodged und dann kommt die Schlagkombination. Oh, Spinning Backfist. Und der Kick gegen Marty. Das, wie gesagt, tut mir wahnsinnig leid. Oh, Marty, aber ich glaube, Kenta hat das hier easy im Griff. Cover 1, 2. Nein, es ist noch nicht vorbei. Aber gut.
Noch ist es nicht vorbei, aber Marty hat ein Riesenproblem. Aber vielleicht kann er doch nochmal irgendwie was machen, ja. Kann Marty irgendwie noch zurück... Ja gut, dass er nach solchen Sachen halt covern will, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das reicht. Lieber Marty, da muss mehr her. Dieser Kenter ist unglaublich gefährlich. So, jetzt hat vielleicht Spinebuster. Jawohl, Spinebuster von Marty Skrull. So, schön nochmal das Knie direkt an die Schläfe. Und jetzt ist Marty Skrull so langsam im Match angekommen, tatsächlich. Und trotzdem kentert Konter? Fuck my life. Kontert Kenter in den... Oh mein Gott. Und er wird das Match doch jetzt nicht etwa beenden. Scheiße, ich glaube, das war der Ansatz zum GTS. Aber Marty Skrull hat sich gedacht, scheiß drauf! Party's over! One, two, oh, Marty verteidigt nicht den Titel. Das wäre jetzt so ein typisches Kenta-Finish eigentlich gewesen. Kenta setzt zum GTS an, wird gekontert unter einem Fireman Carry. Kenta steht wieder auf, weiß gar nicht, wo er ist, kassiert den Party's over. Und jetzt hat auch noch ein Backbreaker und wird gestretched. Marty ist jetzt offiziell angekommen in diesem Match, obwohl er ziemlich krass kassiert hat. Nicht schlecht. So, Neckbreaker noch von Marty hinterher. Der William ist mittlerweile endlich angekommen. Cover one. Ja, Kenta am Boden halten, das ist halt auch ein Kunststück, wie wir in den vergangenen Wochen gesehen haben. Und genau deswegen wird es interessant. Was hat Kenta noch im Petto? Oh ja, schöne Elbow auf den Kopf. Aber da kommt Kenta mit der Klausel. Nochmal die Klausel von Kenta. Oh, der Fuß wird abgefangen. Wunderbar. Und jetzt kann Kenta endlich Schluss machen. Setzt wieder zum GTS an und wird wieder von Marty Skrull gekontert. Kenta kann das Match nicht beenden. One, two. Wow. Marty Skrull ist ein Kämpfer. Wie kann... Kenta kann das Match nicht finishen. Er kriegt es einfach nicht hin. Jetzt vielleicht nochmal. Mit diesem Snap-Suplex. Und jetzt kommt nochmal der Fisherman Crusher. Jetzt muss doch einfach irgendwann was sein. Oh mein Gott, was hat Kent davor? Oh, was ein Running Kick an die Brust. Ist Marty jetzt down? One, two. Was ein Match. Richtig gut, ohne Witz. So, Kenta jetzt nochmal mit dem Whip in die Ringecke. Komm, jetzt, keine Ahnung. Was hat Kenta noch vor? Oh mein Gott, wird das der Super Black Sub Top Rope oder der Falcon Arrow? Natürlich der Falcon Arrow! Aber was braucht es, um Marty am Boden zu halten? Es sollte eigentlich irgendwann mal der GTS folgen, aber es funktioniert nicht. Kenta probiert es wieder, die Spinning Back Fist. Oder er hat einen Spinning Back Slap. Und Kenta tritt Marty einfach nur kaputt. Marty hat schon so kassiert. Er hat sich nochmal zurückgekämpft wie ein Monster. Und jetzt nochmal der Coverversuch. One, two. Wieder reicht es nicht. Und nochmal Party's over. Hat er damit Kenta jetzt wirklich so gesnackt, dass wir hier wirklich eine Titelverteidigung haben? One, two, three. Sensationell. Unfassbar. Kenta, das ist so ironisch,
Das ist so ironisch. Kenta widerfährt genau das, was er mit den Gegnern in den Wochen zuvor. Tolle Match-Story. Er hat wochenlang gefressen von jedem und hat am Ende den einen Move rausgebracht, um zu gewinnen. Jetzt hat Kenta Martys Girl gefühlt umgebracht und Marty kommt am Ende mit dem Party's Over und er beendet die Party wirklich. Denn Kenta holt sich hier nicht den Titel. 10 Minuten 53 ging das Match und ich muss sagen, das waren unfassbar geile 11 Minuten. Und Marty Skull holt den Sieg und holt Freddy damit den Tippspielpunkt. Er hat Marty Skull vertraut. Nicht, dass es sich vom Match abgezeichnet hätte, dass Marty Skull hätte verteidigen sollen. Zweimal den GTS-Ansatz gecovert. Verteidigt. Und kurz vor dem Finish von Kenta sagt er, Party's over. Tschüss. Geil. Tolles Match. Großes Kino. Hat mir viel, viel, viel Spaß gemacht. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Tolle Phase draußen, tolle Phase im Ring. Das fand ich richtig gut. Und Marty Skull bleibt Pure Champ. Ja, Marty Skull bleibt ROH Pure Champ. Und das ist halt völlig verdient und gerechtfertigt. Tolles Match. Marty, gönn dir, mein Freund. Das ist deiner. Und er sagt nur, bring den nächsten. Fuck it. Großes Kino. Dankeschön.